Ich grüße euch Leute, neue Ausgabe WWE Supercard hier auf dem Kanal. Wir sind mitten im ersten Woche des ersten SummerSlam 2017 Singles Event mit dem guten Kurt Engel. Und wie es euch der Titel von dem Video schon verrät, werden wir uns den guten in dieser Ausgabe krallen, Leute. Des Weiteren möchte ich mit euch 50 Picks öffnen, dazu werden wir ein Royal Rumble Match machen. Ganz einfach damit, um mal wieder ein bisschen Gameplay mit dabei ist. Ja, und allgemein zu dem Spiel, wir sind in einem Battleground drinnen gerade mit meinem Team. Ich sage mal, um aus unserem WrestleMania 33 Loch zu kommen und die Motivation jetzt wieder anzuheizen, läuft es vergleichsweise gut. Ihr seht knapp 13.000 Punkte. Wir haben natürlich auch einen wirklich starken Gegner abgekriegt, der eigentlich auch so gut wie alle seine Karten gelevelt hat. Wenn es natürlich so bleibt und wir das Ding gewinnen, wäre das natürlich geiler Schissel. Aber wenn es nicht so ist, Leute, dann soll es halt nicht sein. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass man als Team wieder ein bisschen Motivation kriegt. Dann, King of Swing. Ich bin in einem drin. Ich bin jetzt sogar schon, das Spiel 45 beginnt gleich. Und wenn wir mal gucken. Ja, ich bin noch hier Platz 2. Ich habe nicht so hohe Erwartungen in dem King of the Ring, weil ich sage mal hier, der erste, der Raven, und der zweite, dieser PS Andre, die sind, haben mega heftige Karten, auch wirklich bessere als ich, weil sie ganz einfach Diven-mäßig dort zwei Diven halt, also jeweils im Single-Slot haben sie beide die gute Mae Young drinne, und im Tag-Team haben sie jeweils Bailey mit einer entweder Money in the Bank-Karte, und der andere hat die Carmella Fusionspro drin. Also definitiv bessere Karten, als ich sie habe. Und deshalb sind meine Erwartungen nicht so hoch. Es wird halt eine riesengroße Glückssache. Und ich werde ganz einfach sehen, was passiert, Leute. Aber dazu definitiv die Auflösung dann morgen, würde ich mal sagen. Weil morgen am Sonntag kann ich mir nämlich auch meine nächste Fusion abholen. Und ich hoffe wirklich, dass dort ein Pro mal wieder auf mich wartet. Der gute AJ Styles kann Pro werden und der gute Bobby Roode wäre natürlich geil, ganz einfach, um noch eine bessere Karte fürs RTG-Deck sich dort zu schaffen. Weil ich bin wirklich sehr gespannt auf die nächste Woche, wenn dann die RTG für den guten Kurt Engel dann startet. Da werden wir ganz einfach mal sehen, wo dann die berühmte Wall dann ist. Wir werden ganz einfach mal sehen, wie das für uns läuft. Bin ich auf jeden Fall richtig gespannt. Ja, und warum mache ich... Entschuldigung, warum mache ich jetzt mit euch eigentlich hier dieses Royal Rumble Match? Zwei Gründe. Ich habe halt schon 4 Matches gemacht, um ein paar Picks zu sammeln, dass wir hier ganz einfach mal 50 Picks zusammen öffnen können. Hat folgenden Grund, Leute, weil ich sehe im Internet, dass viele schon nach ihrem Freebie schon wieder eine SummerSlam-Karte gezogen haben. Und ich muss wirklich sagen, Leute, seit dem Release habe ich das Spiel wirklich richtig viel wieder gespielt. Und ich habe so, ihr kennt das, wenn man dann so ein bisschen dieses Gefühl hat und sich so denkt, hier muss doch langsam mal wieder was kommen. Ja, RD ist fast jetzt zu Ende gespielt, das bedeutet, da hat man sich, sagen wir mal, gute 100 Resets dann wieder geangelt. Und ich habe mindestens nochmal 100 bis 150 Resets durch normale Matches gemacht, weil ich hab's wirklich gesuchtet, Leute. Also das muss man jetzt so wirklich sagen. Weil ich ganz einfach auch meine Ladder-Belohnung noch innerhalb dieser Tierstufe gerne mir abholen möchte. Aber bis zu meiner nächsten Ladder-Belohnung, da ist noch richtig hin, Leute. Das sind, glaube ich, noch über 8000 Matches, die ich machen muss. Also das wird sich ziehen. Aber ich sage mal gucken, je nachdem, wie lange die Stufe läuft. Ich schätze mal schon so bis Herbst auf jeden Fall. Da wird man dann ganz einfach mal sehen, was läuft, Leute. Und auf jeden Fall, deshalb will ich diese 50 Picks jetzt hier machen, ganz einfach, weil ich echt das Gefühl habe, hier muss doch langsam wirklich mal was passieren, ey. Richtig krass, Leute, richtig krass. Und ich sage mal, wenn wir jetzt hier schon Royal Rumble spielen, können wir mal kurz drüber reden. Ich mag den Royal Rumble Modus eigentlich, weil man hat auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich viele Picks zu holen, gerade wenn man jetzt eine Aufladung für den Battleground sammeln möchte. Und, von der Belohnung her müsste es halt irgendwie besser werden. Aber an sich finde ich, ist dieser Royal Rumble Modus, ich finde ihn wirklich gut. Das muss ich wirklich mal sagen. Kopf juckt. So.
Und ich weiß, das ist, Kartenrücken sind eigentlich total scheißegal, aber ich bin kurz davor, mir den Ultimate Warrior Kartenrücken zu holen. Und ja, finde ich jetzt nicht so scheiße. Natürlich ist Kraft das Letzte, aber wir haben den Kampf ja gewonnen. So. Oh, Katze meckert. Hier ist was los, Leute. So, ganz kurz gucken, nehme ich hier auch wirklich auf, ja. So, ihr seht, ich bin kurz vor den 20.000 Punkten. So, Leute, und jetzt guck mal hier mal. 50 Picks hier. Ich brauche auf jeden Fall auch Energiekarten für meinen King of the Ring. Es wäre also quasi schön, wenn da auch mal ein paar kommen würden. Aber irgendwie. Ah, na klar, da hat man hier so viel Picks jetzt, ne? Und dann kommt hier nicht mal ein gescheiter Reset jetzt ist frühzeitig zustande. Na, da haben wir wenigstens mal ein Reset wieder gehabt. Gucken mal weiter. Nee. Irgendwie. Jetzt habe ich gar nicht geguckt wegen Kartenlimit. Pass auf, jetzt kommt dann hier mittendrin Kartenlimit erreicht. Das wäre wieder mal eine super Vorbereitung gewesen von mir. Ja, schön, Energiekarten, die sind mir wichtig. Ich brauche sie gleich. Zweiter Reset. Dritter Reset. Und ich muss auch sagen, ich habe nämlich schon zwei WrestleMania 33 Pulls gehabt seit der neuen Stufe. Zwei Ulti-Pulls, jede Menge Elites, verstärkte. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es muss doch jetzt bald mal irgendwas passieren. Aber manchmal ist man halt auch ein bisschen vom Pech verfolgt, Leute. Ah, aber noch ein Reset. Warum denn nicht? Aber es sieht wohl ganz stark. Oh, noch ein Reset. Sehr schön. Es sieht wohl ganz stark danach aus, dass hier nichts passiert. Das ist einfach mal der Wahnsinn, Leute. Naja, ich sage mal, das Wochenende ist noch kurz. Wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt den guten Kurt Angle holen. Ihr seht, es sind bloß noch drei Splitter zu holen. Ich habe auch keine Titelkämpfe mehr. Völliger ja Quatsch. Da brauche ich mir jetzt wirklich kein Geld mehr holen. Kein Geld mehr ausgeben dafür. Völliger Blödsinn. Ja, über den Glitch muss ich euch, denke ich mal, nichts sagen. Das habt ihr alle selber mitgekriegt. Ich kriege jetzt natürlich hier die übelsten Scheißkarten vom Herrn hier. Ey, das darf doch schon wieder nicht wahr sein. Aber es ist wieder mal so typisch, dass wenn man dann mal was aufnimmt, dass das dann einfach kacke läuft. Pass auf, Charisma, Brocken darf er nicht. Ah, Brocken natürlich, aber zum Glück ist sein Tempo so scheiße. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also mir passiert das ständig. Ich spiele schön hier RD. Oh. Ach, Kraft natürlich. Es ist wieder typisch. Man spielt RD und denkt sich so, ja, den Kampf kannst du gewinnen. Es darf halt bloß nicht, was weiß ich jetzt, Charisma oder so kommen. Und was kommt? Charisma. Ist wieder so typisch. Den Kampf habe ich verloren. Es gibt quasi bloß zwei Picks. Ja, das ist wirklich, man nimmt auf und dann ist hier so eine Scheiße hier. Oh, gucke. Ja, auf jeden Fall, im nächsten Match haben wir den guten Kurt Angle uns geangelt, Leute. Treten gegen einen an mit einem WrestleMania-Deck. Sehr schön. Mal gucken, wie es läuft. Ja, auf jeden Fall bei mir, der Hype-Train ist angekommen. Also mir macht diese neue Stufe bis jetzt wirklich ziemlich Spaß, weil man ganz einfach wieder eine Motivation hat, schön zu zocken. Ja, guck mal, hier hat einer den Jason Jordan. Ich denke mal, er aus dem RD-Deck. Also von der RD. Das war jetzt natürlich Glück gewesen für uns, ne? Da kann ich ja, machen wir mal so. Weiß gar nicht, wenn ihr hier Biggie Dude hier verfolgt, der hat ja Jason Jordan als Freebie gezogen und dann kommt der in der RD und dann hat man gleich einen Pro. Das ist natürlich das Geilste, was dir passieren kann am Anfang, dass du übelst schnell einen Pro hast. Das macht dich natürlich für den King of the Ring, tut dich das so oft pushen, ne? Das hatte ich hier nämlich in der WrestleMania 33 Stufe, wo ich so früh die gute Asuka prohen konnte. Das war natürlich ein Glücksgriff und das hat mir ja natürlich so einen Push im King of the Ring gegeben. Wirklich der Wahnsinn. Aber Leute, auf jeden Fall gibt's eine SummerSlam 17 Karte und das ist der gute Kurt Angle. Ich freue mich wirklich wie Sau darüber. Hier, Mark Henry kommt hier nochmal. Und da ist er. Sehr schön. Wir haben uns Kurt Angle geangelt. Ich hoffe wirklich.
Also mir gefällt dieser Hintergrund hier mit dieser Steinmauer richtig gut. Aber ich hoffe wirklich, dass sie vielleicht hintergrundmäßig ja, da mal ein bisschen kreativer wieder werden und da ganz einfach mal ein bisschen Abwechslung kommt. Auf jeden Fall haben wir den guten Kurt Engel uns geangelt, was ich natürlich richtig geil finde. Den werden wir auch sofort loggen. Hier ist der Gute. Und dann kommt der auch in mein Wild-Modus-Deck, weil ich ja den Guten dann auch anfangen möchte zu trainieren. So, dann gehen wir mal auf SummerSlam. So viel sollten es noch nicht sein. Knallen hier mal Kurt Engel rein. Ja, meinen guten Kofi Kingston habe ich jetzt schon fertig trainiert. Wirklich geil. Also guckt euch das mal an. Hier fast tausender Werte kommen hier nochmal drauf auf die jeweiligen Stats. Also richtig krass, wenn man die trainiert, was da nochmal für ein Push kommt. Und er hat halt überall so seine, ich sag mal im Durchschnitt 37.500er Werte, 38.000er Werte. Schön und auf jeden Fall... Ja, Chance auf ein Pro besteht bei jeder Karte. Man kann ja nichts anderes machen, als sammeln und zu hoffen. Auf jeden Fall, RTG Kurt Engel ist dann am Start für mich. Also da bleibe ich definitiv am Ball und hoffe, dass ich mir den guten dort angeln kann. Ich werde auf jeden Fall alles daran setzen, Leute, weil ich will die Stufe ganz einfach rocken mit euch gemeinsam. Ja, das soll es gewesen sein. Erwartet morgen oder spätestens Montag, je nachdem, wie ich es schaffe, dann ein Video dazu, was die Fusion mir gebracht hat, ob wir vielleicht die TBG noch gewinnen. Ich weiß es nicht, aber man sollte niemals nie sagen, wie der King of the Ring für mich gelaufen ist. Das werdet ihr dann alles in der nächsten Ausgabe erfahren. Und ich würde sagen, ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Rockt schön die RD, versucht euch auch Kurt Engel zu holen. Ich wünsche euch da viel, viel Glück und toi, toi, toi. Ihr schafft das schon. Und schreibt ruhig in die Kommentare, wie es für euch zurzeit läuft mit der neuen Deckstufe. Macht es euch Spaß? Seid ihr gehypt? So wie ich hier. Es ist wirklich so. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns an anderer Stelle wieder. Ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Keep on wrestling, Leute. Macht's gut. Ciao.